meine Lieben, schönen Samstag wünsche ich euch. Der 12. Dezember. Hier fliegt was rum. Ja, wir machen das 12. Klöppchen auf. Wie immer, Schoki. Ja, wir haben jetzt Halbzeit, noch 12 Tage, dann haben wir schon Heiligabend. Oh mein Gott. Ja, und schauen wir mal, ob der große Lockdown kommt. Ne? Da ist die 12 von meinen Kindern. Kalender, ja, ich denke, der wird kommen. Ich denke auch noch, dass der vor Weihnachten kommen wird. Aber ganz ehrlich, ist doch klar, wenn sich keiner hier dran hält. Ein Kinder-Country. Keiner dran hält, ne? Das ist unglaublich. Die Leute treffen sich immer weiter und weiter und es ist ja alles so lustig und alles so toll. Ich kann das nicht nachvollziehen, tut mir leid. Die 12. Ist unverantwortlich seinen Mitmenschen gegenüber. Aber da kann sich ja nicht mit dem ich diskutieren, ne? Oh, eine helle Kerze heute. Und das wollen wir ja nicht, weil wir wollen uns die Laune nicht verderben lassen. Genau. So, dann haben wir die 12 von Essence. Da. Ach, das ist etwas Längliches wieder. Nein, ist gar nicht wahr. Den mache ich doch mal zum Schluss, Mensch. Sag doch was. Mach doch erst den Balea auf. Wir wollen ja hier nicht ne, aus dem Rhythmus kommen und einfach was anderes machen. Das geht nicht. Heute ist ein guter Tag für eine kleine Ausnahme. Jo. Heute gibt es Pizza. Selbstgemachte Pizza heute Mittag. Und wir machen heute einen Spieletag. Das heißt, ja, von Computerspiele, also sowas wie Wii Sports Resort mit Golf bis hin zu Uno und sowas alle. Hat so wie so ein kleines Turnier, ne? Ja, was willst du denn sonst machen? Muss sich ja irgendwie beschäftigen. Also, Balea Winterspülung. Ah, für die Haare, das ist gut. Für Wintergeschundete, allerdings hätten sie es ein bisschen größer machen können, weil das Shampoo dazu schon fast alle ist. Und die, ja, Maske auf jeden Fall nur einmal für eine Anwendung da ist. Also für mehr wird die auch nicht enthalten. So, jetzt kommen wir zum Essen. Die 12 hatten wir ja hier schon. War etwas länglich. Schauen wir mal, was sich so da drin befindet. Ah! Mein Gott, ich reiße den ganzen Kalender schon auf. Let's introduce the most kissable gingerbread man. Oh, ein Lippen... ja, Labello. Lippenlabello. mit Vitamin E Color Changing Lip Balm. Oh, wie süß. Lippenbalsam mit Farbwechsel. Mit Vitamin E und Süßmandelöl, der die Lippen in einen frischen Pink einfärbt. Oh, ich habe meine Lippen jetzt grün, aber guck mal da. Süß, ne? Oh, das ist schön. Ah, der ist so orange. Riecht neutral. Mach den mir jetzt mal hier auf die Hand. Aber wahrscheinlich haben die Lippen einen anderen pH-Wert, deswegen färbt er sich. Aber ich glaube, der färbt sich jetzt hier so auch so ein bisschen pink, ne? Ja. Also Lippenbalsam kann man jetzt bei dem Wetter, wo es kalt ist, sowieso immer gebrauchen. Finde ich super. Nehme ich mir auch immer gerne mit auf die Arbeit und packe so zwischendurch drauf. Weil bei minus 23 Grad kann man das immer gut gebrauchen. Ja. Ah, guck mal, hier wird noch mehr rosa. Schön. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, Körbchen. Kläppchen 12. Ah, guck mal. Jetzt mache ich es weg ein bisschen und dann wird es noch mehr rosa. Geil. Ja, also Kläppchen 12 gefällt mir auf jeden Fall besser wie gestern. Die Kläppchen, die waren ja jetzt nicht so tolle mit dem ja, Band und was hatten wir nochmal bei Balea. Da war, glaube ich, jetzt auch nicht so der Bringer. Aber das war wieder schön und hält auch lange. Und ich finde einfach diese weihnachtlichen Motive so toll da drauf. Ne? Bei Essence wie auch bei Balea. Ja, genau. So, der 12. Dezember. Ja, ist offen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, meine Lieben. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und vergesst nicht, mich zu abonnieren. Dann seid ihr nämlich wieder auf dem Laufenden, wenn morgen wieder die Verlosung stattfindet. Es werden nämlich morgen zwei Gewinner gezogen wieder. Wir hatten jetzt zwei Verlosungen, also zwei Gewinner. Dann freut euch schon auf morgen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir werden jetzt ein bisschen Spaß haben. Uns ein bisschen Spaß machen und bleibt gesund. Ne? Und
Ja, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.